40 Jahre Paul-Gerhardt-Haus, PG-Geschichten ist der Titel dieser Ausstellung und ich freue mich sehr, dass Sie, am liebsten würde ich ihr sagen, weil ich so viele kenne, so zahlreich erschienen seid. Das ist ein großes Herzensprojekt von uns. Wir, das sind also die Ideen und Organisatoren, sind Katharina Pobel und ich. Wir hatten die Idee, an 40 Jahre Paul-Gerhardt-Haus zu erinnern, weil wir, wie so viele von den Menschen, die hier stehen, die ich zum Großteil auch kenne, ehemalige PG-Besucher sind. Und das Paul-Gerhardt-Haus ist, wie ja die meisten von Ihnen wissen, das größte Jugendzentrum Münsters, was sehr stadtnah auch gelegen ist, in Bahnhofsnähe. Viele von uns haben dort eine sehr intensive und schöne Zeit erlebt. Das ist der Grund, warum wir diese Ausstellung machen möchten, weil wir daran erinnern möchten, wie wichtig es ist, Jugendarbeit weiterhin fortzuführen und wie wichtig es ist, Menschen auf ihrem Weg zu bestätigen und zu bestärken. 40 Jahre PG, was bedeutet das? Das bedeutet unter anderem 40 Jahre einen Platz haben. Es gibt viele Menschen hier, die, dazu gehöre unter anderem ich, die bevor sie im Paul-Gerhardt-Haus waren, noch nicht viele Menschen kannten in Münster, noch nicht viele Freunde hatten und einfach noch nicht so ihre Heimat gefunden haben. Und für mich zum Beispiel kann ich sagen, war das Paul-Gerhardt-Haus. Wenn Sie sich gleich die Texte durchlesen, können Sie sehen, dass die Menschen sehr darin bestätigt wurden, ihren Weg zu gehen. Das sieht man an persönlichen Biografien. Deswegen kommen mir, glaube ich, auch gerade die Tränen, weil ich sehr viele Menschen erlebt habe, die das betroffen hat. Wir sind unseren Weg gegangen. Das Paul-Gerhardt-Haus hat uns einen Platz eröffnet, wo wir so aufgenommen wurden, wie wir waren oder wie wir sind. Und uns wurde was zugetraut. Und das ist genau das Wichtigste. Das ist ein Platz in Münster, wo den Jugendlichen was zugetraut wird. Und diese Plätze gibt es viel zu wenig und diese Plätze sind sehr, sehr wichtig. 40 Jahre PG, was bedeutet das? 40 Jahre willkommen sein, so wie man ist. 40 Jahre anderen Leuten begegnen, mit denen man sonst niemals im Leben was zu tun gehabt hätte. Leute, die man vielleicht am Anfang gar nicht mochte. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, wo zwei Personen sich fast gekloppt hätten und nachher sind sie Trauzeuge geworden. Füreinander. Als Beispiel. 40 Jahre kreativ sein dürfen und sich ausprobieren, obwohl man noch kein Profi ist. Es gibt Leute, die sind nachher professionell im künstlerischen Bereich gelandet, obwohl die vorher noch gar nicht so viel Erfahrung gemacht haben. Und die fantastischen Sozialarbeiter Andreas Lehr und Gerd Herrera, die arbeiten schon sehr, sehr lange im Paul-Gerhardt-Haus und die haben uns sehr früh schon Verantwortung gegeben und künstlerische Prozesse uns frei entfalten lassen. Es gab Leute, die haben angefangen, Instrumente zu spielen, die konnten die Bandräume benutzen. Es gab Leute, die haben Theaterprojekte auf die Beine gestellt. Uns wurde Verantwortung gegeben, uns wurde das Gefühl gegeben, dass wir was bewirken können und auch, dass wir Mitspracherecht haben, auch politisch, gesellschaftlich und überhaupt. Wenn du mit 14 schon organisiert hast, wie eine Party geht und die Erwachsenen gar nicht gehört haben, dann traust du dich später vielleicht auch, im Studium ein Fach zu wählen, was du dir sonst nicht getraut hättest oder solche Sachen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen konfus. Das ist die erste Rede meines Lebens. Wir möchten eben einfach auf 40 Jahre gute Jugendarbeit zurückblicken und möchten uns mit dieser Ausstellung beim Paul-Gerhardt-Haus bedanken und Dankeschön. Danke für die tolle Arbeit. Und konkret bedanken möchte ich mich nochmal im Detail bei Katharina Pobel, die mit mir zusammen die Idee dieser Ausstellung hatte, auch PG-Geschichten, das so zu nennen, die einzelnen Geschichten der Menschen, die diese Ausstellung gestaltet haben, aufzuschreiben, zu sammeln. Also aufgeschrieben haben es ja die Leute, die hier selber ausstellen, aber eben die zu sammeln. Und an einzelnen Beispielen zu zeigen, wie wichtig die Jugendzentrumarbeit Einzelleute geprägt hat. Dann an Nora Franzmeier, die fantastische Grafik gemacht hat. Ich weiß nicht, wo sie ist. Dann an Felisa Weber. Die hat nämlich noch ihre Masterarbeit gemacht. Und zwar, da wollte ich noch kurz was zu erzählen, das ist der runde Tisch. Der gehört auch zu dieser Ausstellung. Also es gibt nicht nur die verschiedenen individuellen Geschichten der Leute und Biografien,
sondern es gibt auch diesen Tisch. Und das heißt vom Thema her Rundertisch, dass man gemeinsam in den Austausch kommt. Das ist nämlich die Gesprächskultur des PGs, dass man sich gemeinsam auf Augenhöhe an einen Tisch setzt und Konflikte und Probleme löst. Wie zum Beispiel die Frage, was wird aus den Räumen des PGs, was zum Beispiel noch nicht geklärt ist. Das PG wird ja umziehen und das ist noch in der Schwebe. Und wir hoffen alle, dass es, und es wird es auch, eine Lösung geben, wo sich dann verschiedene Verantwortliche auch friedlich und gleichberechtigt an einen Tisch setzen können. Und da sind Sie sehr willkommen, auch sich einzubringen. Also lesen Sie sich durch, was für Steckbriefe da sind. Schreiben Sie dazu, was bedeutet Ihnen das Paul-Gerhardt-Haus oder was wünschen Sie sich? Was wünschen Sie sich für eine gute Kommunikation? Können Sie gerne ein Post-it und einen Stift nehmen und das ist eigentlich selbsterklärend. Können Sie einfach gucken. Genau. Ja, ansonsten genug Details und viel Spaß bei der Ausstellung. Vielen Dank. Und noch danke an den Förderverein und noch vielen Dank an Frau Kreuzeck, die öffentliche Arbeitsfrau von der Stadtbücherei, die uns diese fantastische Gelegenheit gegeben hat, hier auszustellen. Dankeschön. Danke. Gerd möchte Blumen geben. Er kommt. Dafür herzlichen Dank. Packs.